meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir haben einen besonderen Gottesdienst, einen Taufgottesdienst. Wir wollen die Taufe von der Liliane feiern und es ist uns einfach ein Vorrecht. Und so will ich uns heute auch so ein paar Gedanken über die Taufe weitergeben. Einfach auch die Taufe als Identifizierung mit Jesus. Das soll sie nämlich darstellen. Oder die biblische Grundlage der Taufe. Was ist eigentlich die biblische Grundlage der Taufe? Was sagt Gottes Wort über die Taufe? Glaubenstaufe oder Säuglingstaufe? Was ist Gottes Wille? So könnte man vielleicht auch sagen. Besprengung oder Untertauchen? Das versuche ich uns mit dieser Predigt zu erklären und auch biblisch zu belegen. Ja? Taufe. Es gibt ja dieser bekannte Missionsbefehl oder dieser Auftrag Jesu, ja, in Markus 16, 15 und 16, ja, wo Jesus sagt, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer aber da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, er soll verdammt werden. Ja? Und hier gibt Jesus uns schon in gewissem Maße einfach mit, dass es wichtig ist, bevor man getauft wird, dass man zuerst mal glaubt. Ja? Dass man glaubt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wer aber da glaubt und getauft wird. Von daher ist Glaubenstaufe schon notwendig. Ja? Das ist so wichtig. Das letzte Mal habe ich hier drüber gesprochen, ja, Kolosser 1, 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht ja darum, dass wir unsere Identität in Jesus Christus kennen und dass wir wissen, zu was wir als Gotteskinder erlöst sind. Dass wir uns identifizieren mit Jesus Christus und dass wir als Gotteskinder so leben, wie Gott es von uns will. Ja? Und dieser Gedanke des Königskindes. Ja, wenn wir Gotteskinder sind, da sind wir auch in gewissem Maße Königskinder. Ja, denn Jesus Christus ist auch der größte König aller Könige. Und von daher bist du ein Königskind, wenn du Gotteskind bist. Ja, du bist Erbe mit dem Sohn. Nehme dein Testament in Anspruch. Es ist auch ganz wichtig, aus der biblischen Verheißung zu leben und sich dieses ganze Testament zu nehmen und daraus zu leben. Wir ehren Gott damit, wenn wir die Verheißungen in Anspruch nehmen und in unserem Leben umsetzen. Ja? Königskinder sind Erben mit Jesus, darum nehme dein Testament in Anspruch und lebe daraus. Ein Gedanke zu Anfang noch, wenn wir erkennen wollen, was Gottes Wille oder auch die christliche Lehre ist, dann ist es absolut notwendig, dass wir die Bibel als Maßstab haben. Die Bibel ist das, was uns überliefert ist von Gott und die gilt es einfach als Maßstab zu akzeptieren. Und jetzt will ich uns mal vier Gründe aufzeigen, warum wir uns taufen lassen sollen. Ja? Vier Gründe. Erstens mal ist es das Beispiel und das Vorbild Jesu. Jesus selbst, obwohl er Christus, der Sohn Gottes war, beschloss er, im Wasser getauft zu werden. Ja? Das ist ein Bild, Jesus soll das darstellen und Johannes der Täufer. Und als Jesus dann aus dem Wasser stieg, ja, kam die Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, ja? Auf den sollt ihr hören. Ja? Dies ist mein geliebter Sohn, im Wasser getauft zu werden. Da Christus ohne Sünde war, wie es im Hebräer 4, Vers 15 steht, bedeutet seine Taufe nicht die Abkehr von Sünde. Ja? Jesus war ohne Sünde. Es war wohl der einzigste Mensch, der über diese Erde wandelte, ohne Sünde. Ja? Dort heißt es ja, dass er auch in allem versucht wurde wie wir. Jesus, der hohe Priester, Hebräer 4, Vers 15, der in allem versucht wurde wie wir, dennoch blieb er ohne Sünde. Ja? Also es ist diese Taufe nicht eine Abkehr von Sünde, sondern diente den Menschen vielmehr als Beispiel. Also der erste Grund, aus dem wir uns taufen lassen sollten, ist, um Jesu Beispiel zu folgen.
Ja, und da habe ich in der letzten Zeit viel darüber geredet, dass wir in das Vorbild Jesu hineinwachsen sollen. Stück für Stück. Erstens das große Vorbild in seinem Charakter, mit seinem Leben, mit dem, was er tat. Da soll es uns als Christen eine Not sein, ihm nachzueifern. Ja? Darum dürfen wir uns taufen lassen wie Jesus. Ein zweiter Grund, ja, ist das Gebot Christi. Es ist Jesu Auftrag. Jesu Auftrag steht ganz klar. Den lesen wir nicht nur im Markus-Evangelium, sondern auch im Matthäus-Evangelium. Ja? Vers 28, 19 und 20. Dort heißt es, sagt Jesus seinen Jüngern und damit all seinen Nachfolgern, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ja? Danach tut Jesus, kann man sagen, in dieser Reihenfolge. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Tauft sie auf den dreieinigen Gott und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ja? Und daraufhin folgt diese starke Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja? Also der zweite Grund, warum wir uns taufen lassen sollten, ist dieser Befehl Jesu. Es ist nicht eine Missionsoption, du kannst das machen, ja, sondern es ist ein Befehl. Ja? Geht und mache zu Jüngern. Interessant, dann heißt es zuerst, mache zu Jüngern. Jüngern sind Christen, die ihm nachfolgen wollen und die seinem Wort Gehorsam leisten wollen. Das sind Jünger. Und als Gehorsamsschritt lässt man sich taufen. Ja? Ist ganz normal. Ein dritter Grund ist die Handhabung der Jünger. Ja? Wir lesen das im Johannes 4, 1 bis 3. Ja? Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes der Täufer. Obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger. Ja? Das ist ganz interessant. Also Jesus machte zu Jüngern und taufte sie durch seine Jünger. Ja, er taufte nicht selbst, sondern er hat seine Jünger taufen lassen. Ja? Also wenn wir Johannes 4, 1, 3 lesen, wird deutlich, dass die Jünger Jesus solche tauften, die schon seine Nachfolger geworden sind. Die sich schon entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Das heißt, Jesus machte und taufte Jünger, obwohl es eigentlich seine Jünger waren, die tauften. Ja, interessant. Ein vierter Grund ist die Handhabung der ersten Gemeinde. Ja? Die Handhabung der ersten Gemeinde. Es ist auch ganz interessant, wie es hier heißt, in der Apostelgeschichte 2, 38 bis 41. Ich will uns das mal ein bisschen im Zusammenhang lesen. Diese erste Gemeinde, die ja unser Vorbild ist, eigentlich für alle Gemeinden. Die erste Gemeinde ist ein Maßstab. Und so wie sie es praktiziert haben, so sollen wir uns es auch praktizieren oder ihnen nacheifern. Ja? Apostelgeschichte 2, Abvers 37, die erste Gemeinde. Petrus hat also eine Predigt gehalten und als sie diese Predigt hörten, ja, ging es ihnen durchs Herz. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ja? Diese Frage wünsche ich mir so mehr, dass sie mehr so in den Menschen wieder entsteht. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Ja? Man hat so ein bisschen heutzutage so ein bisschen religiösen Schlaf. Man ist als Baby getauft worden, man hat vielleicht noch Kommunion, Konfirmation oder diese Ritualien mitgemacht und denkt, das reicht ja, für in den Himmel zu kommen. Ja? Und es ist so ein bisschen eine Schlaftablette, dass man so denkt, das reicht. Ja? Aber die Bibel sagt uns, dass es wichtig ist, dass man etwas geschehen muss im Herzen. Ja? Hier Petrus spricht von der Buße, die man tun muss und Jesus nachfolgen darf. Ja? Dann heißt es hier, ja, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Dann kommt dieser Vers 38. Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja? Ja, tut Buße, kehrt um von eurem alten Leben,
Kehrt um von eurem sündigen Leben und fangt an, das zu tun, was Gott gefällt. Ja? Buße ist so in gewissem Maße auch ein Umdenken. Ja? Umdenken, ich will jetzt das tun, was Gott gefällt. Nimm mir meinen eigenen Willen, nimm mein eigenes Leben, nimm meinen Ego frönen, keine Selbstverwirklichung, sondern ich will das suchen in meinem Leben, was Gott tut. Ja? Das ist auch so ein bisschen dein Zeugnis durchgekommen, Lilly. Ne? Dein Zeugnis so, Gott, du hast so viel in meinem Leben gemacht, ich will dir aus Dank folgen. Ja? Aber schon allein, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erretten, um uns zu erlösen, was Jesus auf sich genommen hat, das ist eigentlich schon Grund genug, um ihn in unser Herz aufzunehmen und ihm nachzufolgen. Ja? Das ist so wunderbar. Und dann heißt es hier in Vers 39, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und alle, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Ja? Das wünsche ich mir auch so, dass alle Zuhörer das erkennen und es ihnen durchs Herz geht und sich erretten lassen. Denn Jesus kam, um zu retten. Ja? Um zu retten, was verloren ist. Um zu retten. Und wir wollten uns alle von Jesus retten lassen. Die nun sein Wort annahmen, ja, sie haben es erkannt, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. 3000 Menschen an einem Tag. Wie schön, ja? Wie schön. Und die wurden alle getauft und wurden zur Gemeinde hinzugetan, ja? Und in 42 heißt es dann, ja, was sie taten, sie blieben aber beständig in der Lehre. Beständig unter Gottes Wort. Also es ist auch nicht getan mit der Taufe, ich bin getauft und jetzt lege ich mit Liegestuhl und jetzt lasse es mir gut gehen. Ja? Es fängt dann an. Ja? Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Und im Brotbrechen und im Gebet. Ja? Dieses Dranbleiben auch wirklich ist so notwendig, wenn man ihm nachfolgt. Ja? Wenn man dann weiterliest, 43 bis 47, könnt ihr daheim lesen, was diese erste Gemeinde ausmacht. Ja? Also ganz klar, also einige meinen, es sei nicht wichtig, ob sie getauft seien oder nicht. Ja? Am Anfang war es auch bei uns so, ja, als wir mal 88 da in die Gemeinde kamen, ja, und wir haben auch gedacht, so sollten wir uns taufen lassen. Wir sind doch als Babys getauft. Ja? Wir sind doch getauft, ist doch gut. Aber nein, da hat Gott und der Heilige Geist einen Wunsch in unsere Herzen gelegt. Ich will mich biblisch taufen lassen. Ich will es so machen, wie die Bibel es sagt. Ja? Es ist in gewissem Weise ein Gehorsamsschritt. Und der Heilige Geist legt diesen Wunsch in unsere Herzen. Und es ist auch gut, dass ich es nicht nur mache, so weil es irgendwie von der Bibel erwartet wird, sondern weil es ein Wunsch in meinem Herzen wird. Das wird in meinem Herzen geboren. Ich will das tun, weil es Gottes Wille ist. Und das ist so schön, auch Lilly, dass Gott dir das so ins Herz gegeben hat. Das ist wunderbar. Ja? So war es auch bei uns. Er legt diesen Wunsch ins Herzen und tut Buße, jeder lasse sich taufen, sagt Petrus. Es handelt sich also nicht um eine Angelegenheit, wo unsere persönliche Meinung zählt, sondern es ist ein Gebot des Wortes Gottes. Ja? Darum ist es gut, auch diese Dinge, die Jesus uns lehrt, ernst zu nehmen. Ja? Jetzt noch ein paar Gedanken zu diesem biblischen Begriff, ja? Dieser biblische Begriff der Taufe, Besprengung oder Untertauche. Ja? Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen ansehen. Hier habe ich mal so ein Bild, wo wir getauft haben, da im Schwimmpool war das damals, wo wir jetzt in den See gehen, im Schwimmpool, aber wichtig ist, dass immer ausreichend Wasser da ist und dass man dieses biblisch vollziehen kann. Ja? Besprengung oder Untertauchen. Der biblische Begriff der Taufe, ja? Das griechische Wort ist Baptizo. Baptizo, das immer hier verwendet wird. Also Baptizo von dem deutschen Begriff, kennt ihr das von den Baptisten? Ja? Baptisten, die nennt man die Wiedertäufer. Ja? Und es kommt von diesem Wort Baptizo, ja, das heißt etwas in einer Flüssigkeit unterzutauchen oder einzutauchen, ja. Da bin ich gerade, tauche ich ein, wer da unter Wasser ist, sage ich euch nicht, ja, ihr könnt vielleicht denken, wer es ist, ja. Aber es ist ein Untertauchen, ja. So, die Taufe durch Untertauchen
ist die einzig bekannte Weise in apostolischen Zeiten. In apostolischen Zeiten kannte man keine andere Taufe. Ja? Man kannte keine andere Taufe. Baptizo, oder dieses Wort Bapto wurde auch gebraucht hier, Lukas 16, 24, der reiche Mann, ja, dass man Lazarus sende und dessen Finger in den Wasser tauche und damit die Zunge kühle. Ja? Bapto, eintauchen. Oder Johannes 13, 26, Jesus beim Abendmahl, er nahm ein Bissen Brot in Wein, bevor er es Judas gibt, der ihn ja verraten hatte, um es dann ihm auch anzuzeigen. Oder Offenbarung, hier heißt es, dass Jesus ein Kleid trägt, das in Blut getaucht ist. Ja? Das ist immer dieses griechische Wort Bapto, wo dieses Wort abgeleitet wird auch von der Wassertaufe. Also im Neuen Testament, ja, wurden die Menschen getauft, keine Säuglinge, indem sie völlig unter Wasser getaucht wurden. Ein gutes Beispiel ist auch Apostelgeschichte 8, 35 bis 38. Es ist ganz bekannt, wo der Kämmerer aus Äthiopien, der da kam und erkannte, ja, der gläubig wurde, der an Jesus Christus gläubig wurde und dann gesagt hat, ja, sie waren da so unterwegs mit dem Philippus und da war dann ein Wasser. Und was hindert es mich, dass ich getauft werde? Ja, da war Glauben in diesem Kämmerer und Philippus sagte, ja gut, wenn du das willst, machen wir das. Ja. Also in Vers 36, Apostelgeschichte 8 heißt es, beide stiegen in das Wasser hinab. Ja. Also Philippus und der Kämmerer. Und er taufte ihn. Interessant, sie stiegen hinab ins Wasser. Und in biblischen Zeiten kennt man das nicht anders. Ja? Veränderung zur Besprengung, ja? So ein bisschen Wasser über den Kopf, wie man das so praktiziert, auch in der katholischen Kirche, wurde im Jahr 1311 auf einem Konzil von Ravenna vorgenommen. Erst 1311 kam diese Veränderung in die Besprengung von Papst Clemens V. auf diesem Konzil in Ravenna. Er erklärte, dass es gleichgültig sei, ob durch Untertauchen oder Besprengung getauft wird. Ja? Er erklärte das einfach, findet so wichtig. Ja? Ein bisschen Wasser über den Kopf reicht auch, ja? Ist auch gut. Ja? Aber im gewissen Sinne ist das niemals Gottes Wille gewesen. Auch ein Dr. Barlow, Professor und Bischof von Lincoln, schreibt, ich glaube und weiß, dass es in der Bibel keinen Hinweis noch Beispiele für die Taufe von Säuglingen gibt. Ja, du kannst deine Bibel links und rechts durchkämmen, da wirst du nicht finden, dass ein Baby getauft wurde. Ja? Es gibt auch in den Kirchen, in Kirchengeschichte kein Anzeichen dafür, dass dies in den ersten beiden Jahren nach Christus, ersten beiden Jahrhunderten nach Christus geschah. Ja, findet man keinen Nachweis auch in der Kirchengeschichte. Es wurde immer biblisch getauft durch Untertauchen. Ja? Das ist ganz interessant. In Römer 6, Marisa, in Römer 6, 3 bis 4 heißt es ja von diesem Tod. Das ist es ja, was Taufe so in sich trägt. Ich habe ja gesagt, Taufe, Identifizierung mit Jesus. Also über die Identifikation mit Jesus hin zur Identität in Christus. Das ist das, was wir so erleben dürfen. Kolosser 1, 27. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, das ist so die Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt ja so im gewissen Sinne die Fahrkarte für den Himmel. Ja? Wenn das in dir lebendig bleibt. Also die Wassertaufe ist eine öffentliche, symbolische Handlung, die Gott für uns gewählt hat, ja? Damit wir Jesus Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung gleich werden. Ja? Das ist auch das, was Ruth am Anfang gesagt hat. Heute wirst du in den Tod Jesu getauft und gleichzeitig auch erlebst du die Auferstehung. Das alte Leben bleibt im Wasser, ja? Das neue ist geworden. Ja? Das soll so diese symbolische Handlung sein der Taufe. Wie es hier heißt in Römer 6, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, sind in seinen Tod getauft. In seinen Tod. Jesus ist gestorben für uns und ist auferstanden. Ja? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das ist die symbolische Handlung der Taufe.
Das alte Leben ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja? Der alte Ferdi oder die alte Lilly ist in den Tod, ja, gegeben mit Jesus Christus und ist mit Jesus Christus auferstanden. Das ist die symbolische Handlung oder Haltung der Taufe. Ja? Also die Wassertaufe ist eine öffentliche Handlung, die Gott für uns gewählt hat. Das ist eine Handlung für die sichtbare und unsichtbare Welt. Wir sollten daran denken, dass die Wassertaufe eine äußere symbolische Handlung ist, die auf eine innere Veränderung des Herzens hinweist. Ja? Innerlich muss da was geschehen sein, sonst nützt die Taufe auch nichts. Ja? Wenn es nur so eine Sache ist, die im Herzen keine Veränderung schafft, dann ist es auch nicht mehr wie ein Bad. Ja? Die Wassertaufe stellt biblisch oder symbolisch dar, dass wir zur Gemeinde Jesu hinzugetan werden. Ja? Wir gehören jetzt zur Familie Gottes. Ja? Jesus ist mein persönlicher Heiland. Ich erkenne ihn, nehme ihn für mein Leben an. Und die Gemeinde ist meine Familie. Deswegen ist es auch wichtig, Lady, dass du eine Gemeinde hast, wo du dazugehörst. Eine Familie, wo ich hineingetauft werde. Ja? Viertens, die Wassertaufe ähnelt in gewisser Weise auch einer Trauung. Ja, du weißt, wie du verheiratet wurdest. Die Ehe ist eine Entscheidung fürs ganze Leben, mit einem Partner zu gehen. Ja? Man kann nicht verheiratet sein und gleichzeitig Junggeselle sein. Ja? Man entscheidet sich für einen Menschen. Und im gewissen Sinne ist es auch so bei Gott. Ich mache was fest durch die Taufe, wie eine Ehe. Ich will ein Leben lang mit dir gehen, Jesus. Ja? Ein Leben lang will ich mit dir zusammen sein und will dir nachfolgen. Ja? Eine dauerhafte Verbindung, eine Erklärung, dass unsere Lebensgeschichte mit der Sünde abgeschlossen ist. Ich will nicht mehr sündigen, Jesus. Hilf mir. Ja? Es ist auch alles neu. Es ist eine neue Schöpfung und du besiegelst das mit der Taufe. Ja? Das ist so schön, diese Identifizierung mit Jesus Christus. Römer 6, 1 bis 11, da kann man diese ganze Identifizierung mit Christus lesen, ja. Meine Taufe vielleicht noch kurz, ja, damals, 1988, wurde ich getauft und wie gesagt, Gott hat diesen Wunsch in unser Herz hineingelegt. Wir wollen das, ja. Sind damals in der Gemeinde in Trier, in der Christengemeinde in Trier, sind wir da zum Glauben gekommen, zu dem lebendigen Glauben, wo man Gott auch erlebt hat. Ich habe da gemerkt, die sind anders, die haben Gott in ihrem Herzen, die haben Erlebnisse mit Gott, die haben ihr Herz gefüllt mit Gott. Ja, das ist kein toter Gott, die haben einen lebendigen Gott und erleben ihn und gehen täglich mit ihm. Das braucht man auch als Christen. Und da habe ich einfach gemerkt, den riesen Unterschied. Und da haben wir gesagt, ich will mich taufen lassen. Ja, wie es in Markus 16, 16 heißt. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ja, Pastor Dave Monroe hat mich getauft damals. Und hinten dran ist meine Frau, die Ruth und die Monika. Ja, die waren auch dabei. Meine Schwester war dabei. Ja, die Martina. Und so war das ein wunderbares Fest. Ja, und ich war voll mit der Liebe Gottes. Und ich konnte nachts nicht schlafen. Ich war so erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich konnte Gott nur loben. Und es war so eine richtige Freisetzung. Ja, wie man sich freut, wie die Braut sich freut, wenn sie endlich mit ihrem Bräutigam die Ehe eingehen kann. Wie auch meine Töchter jetzt in den Ferien, zwei meiner Töchter haben geheiratet. Ja, ist eine ähnliche Sache. Ja? Ich mache was fest mit Jesus Christus. Ist so toll. Ja? Also jetzt noch ein paar Bilder zur Taufe zum Abschluss und dann, ja, dann gehen wir dann auch bald an den See und taufen dann. Ja? Wir haben unseren Charlie getauft. Ja? Die Taufe mit Charlie und ja. Apostelgeschichte 2,41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesen Tagen wurden hinzugefügt 3000 Menschen. Ja? Ab in den Tod. Ja? Und so ist es. Ja? Charlie ist alleine da heute. Ja? Und so war das eine tolle Sache. Hier mit unserer Heike und Gitte war dabei. Gell? Die Taufe war ganz besonders. Ja? Wer da glaubt und getauft wird, der soll selig werden. Wer da glaubt und getauft wird, der soll selig werden. Okay? Ja, da hat die Gitte getauft, ja? Ja. Und so soll es einfach sein, wie Psalm 31, Vers 6 sagt. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Du treuer Heiland, du hast mich erlöst. Ja, so ist es wirklich, ja. Da war die Taufe von unserer Marisa,
und unsere Nora. Nora hat eben Taufvers gelesen. Und das war das Wort, das du auch eben bekommen hast von der Andrea. Jesaja 60, Vers 1. Ja? Mache dich auf, werde Licht. Nee, das war ein anderes Wort, ja. Und dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ja, Gottes Licht muss kommen. Gehen wir weiter. Ja? So, die Herrlichkeit Gottes, ja. Eine Taufe tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen unseres Herrn. Ja, das war dann eine größere Taufe mit mehreren. Ulrike, du warst auch dabei, ja. Ja, war dann die Taufe der Ulrike, ja. Der Herr gibt uns ein Wort und der Freudenbotin ist eine große Schar. Die Könige der Heerscharen fliehen. Sie fliehen und die Frauen teilen die Beute aus. Tolles Wort, das war dein Taufvers, ja. Und so ist es, ja, Lilly. Du darfst auch eine Freudenbotin sein. Das, was du mit Gott erlebt hast, wie du es eben gesagt hast, darfst du als Zeugnis weitergeben. Ja? Jesus liebt dich. Das ist gut zu wissen. Da hat man eine Taufe in Saarbrücken. Ja, da war ich in der Räumlichkeit. Die hat ein Taufbecken gehabt in der Gemeinde. Ja? Und das war auch der Marco dabei, Magdalena. Ja? Und das war eine tolle Sache. Ja? Gehen wir weiter. Ja? Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Er bleibt derselbe und sein Wort bleibt bestehen. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja? Dann haben wir den Marco getauft hier, ja? In Saarbrücken, mit diesem Missionsbefehl. Gehet und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie. Ja? Es ist so wichtig. Tauft sie. Ja? Marco sucht die Taufe im Heiligen Geist. Und Jesus hier in Matthäus 3, Vers 11 heißt es ja, ich, Johannes sagt das, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Jesus wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Das ist auch wichtig, dass es nicht aufhört mit der Taufe, sondern dass man hungrig wird, bis man getauft ist im Heiligen Geist und als mitfolgende Zeichen auch in anderen Sprachen leben kann. Ja, mit einer Sprache, die von Gott kommt. Es ist eine Ausrüstung, wie Jesus auch sagt in Markus 16, diese Zeichen werden ihnen folgen. Sie werden in anderen Sprachen reden, sie werden für Kranke beten und es wird besser mit ihnen. Und diese Zeichen, es wird, wenn was Schlechtes trinken und es wird ihnen nicht geschehen. Dieses Übernatürliche darf geschehen. Ja? Auch diese Taufe im Heiligen Geist dürfen wir suchen. Das ist jetzt der Schluss, ja? Taufe. Ja, also das ist die Frage, Glaubenstaufe, es geht nicht darum, ob Kind oder Erwachsene taufe, darum geht es nicht, ja. Wenn ein Schulkind sich sicher ist und Jesus nachfolgen will und so viel Glauben im Herzen hat, warum soll man es nicht taufen, ja. Wenn es sich bewusst ist, ich will das tun, ich will Jesus folgen, ich erkenne das als Wahrheit, dann ist das schön, ja. Also es geht nicht darum, Erwachsenentaufe oder Säuglingstaufe, es geht darum, Glaubenstaufe. Ja? Die Glauben sollen getauft werden. Das ist so wichtig. Also identifizierst du dich mit Jesus Christus. Über eine Identifikation mit Jesus hin zur Identität in Christus. Das ist die biblische Taufe. Und das möchte ich uns so weitergeben. Zuerst Glauben, dann Taufe. Das wünsche ich uns so, dass wir das alle erkennen. Ich will noch einmal beten. Vater, ich danke dir so, dass du es bist, der die Erkenntnis drüber schenkt, ja. Die erleuchtete Augen des Herzens schenkt, Vater. Dass du sie erfüllst, ja, heute ganz besonders auch die Lilly und seine Familie. Dass du sie erfüllst mit deinem guten Heiligen Geist, ja. So segne diese Botschaft, dass sie tief in die Herzen fallen. Dass deine biblische Wahrheit wieder erkannt wird. Und dass deine biblische Wahrheit umgesetzt wird, Vater. Segne so jeden einzelnen Zuhörer, dass er auch diesen Wunsch hat, wirklich biblisch getauft zu werden und dir nachzufolgen. Ein Jüngerin und eine Jünger zu werden, an dem du deine Freude hast, die wirklich deinen biblischen Verheißungen Gehorsam schenken. Vater, wir ehren dich damit, wenn wir die biblische Wahrheit nehmen und sie in unser Leben hineinpacken und sie umsetzen. Daran erkennst du, dass wir deine Kinder sind, wenn wir Gehorsam haben gegenüber deinem Wort. So segne diese Botschaft, lass sie tief in die Herzen fallen und lass jeden Einzelnen erkennen, was dein Wille ist, Vater. Ich danke dir in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen.